Und es gewartet ein wenig Spellstone. Der Dungeon lief bei mir bisher ganz gut. Bis Runde 22 habe ich es geschafft in der letzten Folge. Jetzt ist das Event gleich zu Ende und noch 14 Angriffe sind am Start. Bis 130 schaffe ich es bestimmt nicht mehr. Eventuell ist noch 125 drin. Mal schauen, aber ich glaube, am Ende werden die dann richtig stark. Und ich habe kaum verloren, aber trotzdem noch so wenige Free-to-Play-Versuche. Wie sieht es in der Gilde aus? Da lädt nichts. Sarius hat die 125, Revel hat die 124, ich bin bei 122, also Rang 3 aktuell in der Gilde. Kämpfen wir einfach mal. Sehen wir uns an, wie es ab jetzt weitergeht. Schon wieder der mit Erstarren, der regt mich richtig auf. Ich starte... Ich glaube, ich starte mit ihm. So, ich starte mit dem. Hoffe. Vergeltung 7. Okay, was ist das? Und dann... Oh, okay. Genau, und Alabaster. Das ist so wie der Goblin-Effekt sozusagen. Dieser Blitz. 9 einzelne Treffer. Also ziemlich böse. Der ist eine Runde weg. Dann noch eine Runde weg. Und ich hoffe, dass bis dahin halbwegs guter Schaden... landen. Oh, noch eine Runde ist da nicht garantiert weg. Mal schauen. Ich glaube, jetzt wird es bergab gehen. 122 mehr ist dann nicht mehr drin. Die haben alle Unsichtbarkeit mit diesem nervigen Helden und so. Oh, der Magma-Tsunami. Hier wird sogar noch geschildert von dem Verus. Aber Verus ist selbst schon fast tot. Und gleich kommt noch diese Berserk-Karte. Genau, und der hat Abschöpfen 10. Nö, das wird wohl nichts mehr. Da muss man jetzt hoffen, dass zumindest irgendwie... der eine Stern noch an den Mann kommen kann. Was aber aktuell eher schlecht aussieht. Der hat hier noch überlebt mit 0 Lebenspunkten. Das ist auch mal fein. Passiert nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ach komm. Okay, das war's schon. Niederlage. Minus 2 Level. Ich wusste doch, warum ich beim letzten Mal da direkt aufgehört habe. Denn jetzt geht's steil bergab. Und es kommt immer der Nervige. 50-50 Chance, wir fordern es heraus. 50-50 Chance hat geklappt, sehr schön. Dann nehme ich mehr Heilen. Jetzt und danach mehr Schild. Eine andere Wahl habe ich sowieso nicht mehr. Das wird es wieder. Jo, ab. Keine Ahnung, dann die werden immer stärker, selbstverständlich. Und ab 125, glaube ich, geht sowieso gar nichts mehr. Warum hat es vorhin nicht so klappen können? Das war doch auch der identische Gegner. Aber nö, da musste ich leider ein bisschen Pech haben, was die Karten betrifft. Und dann jetzt so easy. So, wieder 121. Das war jetzt übrigens der erste Lose hier in diesem Dungeon. Das erste Mal, wo ich wirklich minus 2 gegangen bin. Gut, ist immer knifflig. Was spielt der am Anfang? Bam, bada bam. Du bist die auserwählte Karte. Und das sieht, glaube ich, schon mal wieder schlecht aus, leider. Naja, wer weiß, Atlas ist da, eventuell. Mit genügend Schild und so weiter. Aber durch die ganze Unsichtbarkeit hat mal der doppelte Schlag von dem hier mit so vielen Blitzen gar nichts ausgemacht und dann noch Schwächen ohne Ende. Aber wenn man Unsichtbarkeit 5 hat, dann hat man, glaube ich, keine weiteren Sorgen mehr im Leben. Ah, den hat auch weggebombt. Aber der eine Stern muss drin sein. Der eine Stern muss auf jeden Fall drin sein. Ja, doch, die Karte wird draufgehen und dann habe ich den Stern. Glaube ich zumindest. Oh, noch immer nicht. Dein Ernst? Nein, jetzt. Genau. Sauber. Ein Stern ist da. Ja, ich komme wahrscheinlich wieder irgendwie mit Mühe und Not auf die 122, wenn ich mich anstrenge. Aber die 125 sind ohne Refill wohl nicht drin. Obwohl ich sagen muss, mit mehr Kämpfen könnte ich da eventuell noch mit etwas Glück den ein oder anderen... Stern rausholen, aber so geht das natürlich nicht. 11 Versuche, ich ziehe die aber noch durch, denn schauen wir mal. Gibt ja auch immer Gold, so wieder Unsichtbarkeit und dann eine 50-50 Chance. Oder ich nehme den Drachen und dann ist es eine 100% Chance, dass mal nicht... Ja, versuchen wir es mal so. Man muss auch eine andere Taktik mal ausprobieren, ohne studieren. So, jetzt, ach, die hat Berserk. Naja, das wäre vielleicht doch, aber egal, auf der anderen Seite... Die ist sowieso unsichtbar des Todes. Okay, das war schon mal nicht so verkehrt. Jetzt hat er die Karte genommen, logischerweise. So lange, bis es irgendwann mal klappt. Aber ich hatte am Anfang ziemlich viel Glück. Schade, jetzt ist mein Zulong schon mal weg, was nicht so gut ist. Atlas vielleicht dann bald. Oh, der hat 0. Warum hat der 0?
Wie kann denn das sein? Und der hat noch immer 0, weil ich keine ermächtigen Karte habe. Jetzt habe ich eine ermächtigen Karte. Atlas, komm. Mach das. Sehr schön, denn dann habe ich Schild vom Insekt und Doppelschild vom Drachen. Sauber. Ich glaube, der war in dieser Runde eine gute Entscheidung. Wo bin ich jetzt dann bei 100? 22 oder 23 war das jetzt schon? Nein, ich bin ja zweimal gesunken. Folglich, schade, bin ich bei 122. Also wieder am Anfang, 4 Kämpfe später. Ah, und jetzt kommt der? Der war aber vorhin nicht bei 122. Lustige Sache. Den möchte ich aber nicht haben. Boah, ich glaube, mit Vergeltung wäre der nicht so schlecht mit Abschöpfen. Als Gegenargument. Aber dann kommt hier direkt sowas. Autsch. Karte weg. Und das war schon mal mein erster Stern. Um das zu retten, muss ich vielleicht die hohen Verzögerungen nehmen. Denn alles andere sieht eher bitter aus. Doppelschlag ist zwar nicht so gut gegen Vergeltung. Aber was soll's. Bisschen Drachenarmee. Das wird ansonsten wieder kein Stern. Heieiei. Ihr seid nervig. Ja, richtig. Der ist sowieso der schlimmste von allen. Schade. Na, einen kann er noch killen, aber für den Stern reicht es definitiv. Noch guten Schaden angerichtet. Oh. Manometer. Das war knapp für den einen Stern noch. Sehr schade. Mhm. Wieder minus 2. Mal schauen. Diese Chancen sinken natürlich dramatisch, dass ich jetzt noch bis zu dem 125er Meilenstein komme. Aber wer weiß. Versuchen wir es mal. Was versuchen wir hier? Ich glaube, ich nehme den. Das Erstarren ein bisschen trifft. So, das ist meine schöne Vierermannschaft. Die ganzen Einzelverzögerungen, die sind fein. Aber die Karte ist schon mal gut berserkt. Ich würde es begrüßen, genau, wenn ihr die zumindest mal für eine Runde außer Gefecht setzt. Und jetzt, 11 Schaden wird zwar nicht drin sein. Vor allem, weil der Goblin leider nicht da ist. Oh Mann. Aber jetzt 3 und 11 sollte vielleicht auch machbar sein mit Doppelschlag. Hast du den schon? Nö, hast du nicht. Schade. Den hätte er wieder getroffen, aber Unsichtbarkeit sei Dank ist es nicht passiert. Okay, der Stern ist schon mal da. Ob Sieg oder Niederlage wird sich entscheiden. Wenn Atlas jetzt nicht bald aufkreuzen wird, dann bleibt wohl bei der Niederlage. Jetzt ist Atlas da, aber ich glaube schon zu spät. Atlas ist nämlich hier extrem wichtig für mich. Muss man sagen. Jo, das war wohl schon zu spät. Nö, dann war es das mit 125. Aber es war einen Versuch wert, oder? Kann man ja mal wagen. Und Gold, sowie diese Wertung, gibt es alle Male. Noch immer bei 120. Also die Chance besteht rein theoretisch noch. Auch wenn sie nicht so groß ist. Oh, du hast auch eine Unsichtbarkeit. Wie viel hast du? Unsichtbarkeit 3. Ach so, direkt out of the box. Unsichtbarkeit 3 ist natürlich auch fein. Das freut mich immer. Wie sind jetzt beide gestorben? Was hast du für einen Blitz? Blitz 10. Wenn es nicht mehr ist, dann okay. Kann man mal machen, würde ich sagen. Diese Goblins. Ja, hör doch auf. Die Animationen sprengen hier meinen Bildschirm. Das ist niederschmetternd. Okay, das war's. Das war's dann. Ich mache die Versuche noch trotzdem durch, logischerweise, aber das war ein Schuss in den Ofen. Ein gewaltiger. Was hast du? Panzerung 4, das ist kein Problem für Durchbohren. Aber, ach komm, bevor sich der noch ein gutes Berserk holen konnte, ist er gestorben. Der hat zumindest 0 Schaden. Wer hat den geschwächt? Ach, durch Korrosiv, genau. Das sollte aber bald ablaufen und da ist es schon abgelaufen. Das heißt, mein Insekt wird wahrscheinlich draufgehen. Nein, das Insekt ist gut. Das holt sich immer Schild. Jetzt aber vielleicht den noch nehmen. Obwohl, den Stern habe ich schon. Und jetzt diesen Drachen. Weiß nicht, ob das schlau ist. Vermutlich nicht, aber ich würde es sowieso nicht mehr machen. Genau. Ey, zum Glück habe ich das als Video. Was lädst du jetzt gerade, Windows? Beruhig dich mal. Ey, ernsthaft? Was machst du jetzt, Windows? Spiel minimiert sich andauernd. Hier ist so ein Ladezeichen. Also zum Glück habe ich das auf Video. Ansonsten würde mir niemand glauben, dass ich es bis 122 geschafft habe. Vermutlich. Okay, wir wagen jetzt mal was. Oder nein, Vergeltung, das kann ich. Yo, Windows, mach mal halblang. Beruhig dich. Dankeschön.
Und Atlas würde jetzt dann fehlen für die Heilung. Da ist Atlas auch schon. Wird er noch rechtzeitig kommen für den Goblin? Nein, rein rechnerisch nicht, aber zumindest der eine wird sterben. Genau. Und jetzt wird... Oh, die beide Karten werden sich jetzt selbst killen. Aber hoffentlich noch ein bisschen Schaden anrichten vorher. Und zumindest schwächen oder so. Nein, das ging gerade nicht gut, glaube ich. Hm. Oh, ein Schaden. Das ist natürlich... Das ist gut. Ein Schaden ist nicht schlecht. Besser als null, oder? Wie einst Goethe schon sagte. Wird er das noch überleben? Er wird auf jeden Fall vergiftet. Oh, doch nicht. Er ist gestorben, bevor er vergiften konnte. Das war gut. Für Atlas. Geht's jetzt nochmal bergauf? Nein, Atlas ist weg vom Fenster. Warum bekomme ich den schon wieder? Der ist echt der nervigste. Den hatte ich in der letzten Folge, glaube ich, nicht so oft. Diesen Gegner. Der König Gigi nochmal ran. Aber das war's schon. Nö, zu böse, zu böse. Wie viel habe ich noch? Fünf Kämpfe noch immer? Okay. Dann endlich ein einfacher. Dankeschön. Das gibt's hier wohl nicht. So oft hatte ich die Schwachen. Schild alle vier. Okay, der sollte schnell sterben. Ah, Schild 8, das habe ich vergessen. Nein, so einfach ist er ja gar nicht. Jetzt bin ich gespannt, auf wen er das gezaubert hat. Okay, wieder auf den Falschen, weil der könnte zumindest mit dem Insekteneffekt dann schon mal ein Verhexen drauf zaubern. Heieiei, noch immer nicht. Komm, jetzt reicht's aber dann. So, ein Schaden, aber dieser eine Schaden war wichtig, denn jetzt bekommt er jede Runde zwei Schaden. Und Verhexen 2 ist schon mal drauf. Oh Mann, das war ein schlechter Start. Ein sehr schlechter Start, obwohl es eigentlich der einfache Gegner ist. Aber da habe ich nicht so mitgedacht mit dem Schild am Anfang. Ja, ja, ja. Müsste es aber trotzdem werden. Jo, genau. Denn der ist nicht so böse. Gut, dann bitte nochmal einen einfachen. Ich sagte einen einfachen. Dann nehmen wir den. Und dann nehmen wir den. Und dann hoffen wir auf Atlas oder einen Heiler. Nein, weder noch. Egal, dann muss der mal dran. Denn wenn nicht bald Schaden passiert, okay, dann war es sowieso schon. Ach komm, der ist böse. Oh, da ist da gerade jemand drauf. What? Wie hast du noch die vollen Lebenspunkte? Sehr schön, vielleicht hat er durch die Panzerung oder so keinen Schaden verursacht. Denn dann zündet auch die Vergeltung nicht. Das war dann sogar zu meinem Vorteil. Mal schauen. Und eigentlich müsste er jetzt nochmal überleben. Trotz Vergeltung. Mit zwei Lebenspunkten, genau. Sehr schön. Der wurde noch... Oh, beide noch überlebt. Und der König wird nochmal überleben. Jawohl, mit einem Lebenspunkt. Das wird's. Oder auch nicht. Das ging schnell. Kaum überspringt man mal, passieren da Dinge irgendwie, die man so gar nicht erwartet und sieht. Doppelschlag, du bist kaputt, aber ich leider auch. Was war denn das für eine Vergeltung? Vergeltung 13, Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Was ist denn mit euch los? Aber jetzt ernsthaft. Was soll das denn? Zumindest noch ein zweiter Stern? Jawohl. Zweiten Stern durch Vergeltung bekommen. Schade. Schade, schade, schade. Ist dann echt heftig. Die zeigen einem diese legendäre Heuschreckenkarte. Man ist schon bei 122 und dann geht's Schlag auf Schlag. So stark. Kleiner Reim am Rande. Ich starte mal anders und so, oh, der ist, ja, den kann man machen. Ist zwar ein böser, aber der ist mir noch immer lieber als dieser weiß umrandete Gegner. Ich glaube, der ist nämlich noch heftiger. So, zu long. Mal, oh, der hat Berserk und ist schon auf 10. Jetzt muss es schnell gehen. 15. Nächste Runde sollte ich noch überleben. Es sei denn, ich habe richtig viel Pech. Okay, ich habe richtig viel Pech, was die einzelnen Bomben betrifft. Sehr schön. Denn eigentlich habe ich eine Panzerung von 9. Ach so, der hat durchbohrt 10. Ja, dann ist alles klar. Dann gibt es keine weiteren Fragen von meiner Seite aus. Mhm. Panzerung mit Vergeltung ist aber auch mal eine doofe Kombination, muss ich sagen, oder? Denn will man da mit Panzerung verhindern, dass der Gegner Schaden verursacht? Oder will man mit Vergeltung Schaden am Gegner verursachen? Das ist irgendwie eine lustige Kombination. Stellen wir uns mal vor, der hätte anstelle von Inbrunst oder so Panzerung 10. Und die Gegner treffen dann fast nie, dann kann ja die Vergeltung 11 erst gar nicht eintreten. Naja, zwei Kämpfe haben wir noch. Bisschen die Münzen steigern, der ist er dran, dann nehme ich Durchbohren. Denn jetzt kannst du Schild haben, bis du alt wirst. Mit Durchbohren durchbohre ich dich mal, denn das sagt ja schon der Name.
Jetzt bist du weg vom Fenster und jetzt habe ich 3 Karten, beziehungsweise nun 4 Karten liegen und du nur 2. Eine davon wird hoffentlich außer Gefecht geschaltet. Jawohl. Da sind wir schon. Und diese beiden werden draufgehen. Warum seid ihr nicht beide draufgegangen? Habe ich was verpasst oder so? Was hast du für eine Panzerung? 4, okay. Und anscheinend hat dich genau der Schild erwischt. Das war wohl mein Pech, aber egal. Und jetzt war's das. Und jetzt nochmal diese Schlange, komm schon. Genau, das heißt, wenn ich viele Versuche hätte, die nachgekauften, dann könnte man einfach auch hoffen, dass häufig ein schwacher Gegner kommt, oder? Ist das nicht so? Oder wechseln die immer, rotieren die ganz genau? Ich habe da noch kein Konzept rausgefunden. Jetzt kommt der. Ich nehme Atlas als Erste und hoffe, dass Atlas halbwegs lange überlebt. Dann nehme ich... Oh Mann, das ist jetzt echt knifflig. Verus, dass er sich selbst schildet und nicht so viel Schaden von der Vergeltung nimmt. Oder den, dass sich schon mal ordentliches Berserk ansammelt. Ah, das ist gerade echt knifflig. Ich glaube, ich nehme... Ja, versuchen wir es so. Und... Autsch, die Karte, ich meine, sie sollte mich nicht kaputt machen. Und nächste Runde bekomme ich dann eine gute Heilung. Okay, macht mich doch kaputt. Macht mich einfach doch kaputt. Schön. Das war der Fehler. Hätte die Karte noch überlebt, wäre diese eventuell mit etwas Glück gestorben. Oh. Okay, da habe ich jetzt nicht nachgerechnet. Durch den Venom-Effekt ging das jetzt noch. Na, wenn Atlas mal direkt am Anfang liegt, könnte das was werden. Boah, aber mit Vergeltung 14. Autsch. Alle leben noch. Jetzt haben wir den. Den Doppelschlag-Goblin. Das wäre schön. Als Abschluss noch ein Win. Okay, Atlas wird jetzt leider draufgehen. Die haben alle noch weniger Lebens... Nicht nur Atlas wird draufgehen. Alle sind einfach durch die Bank draufgegangen. 9 hat der hier. Blitz 10. Okay, ja. Schade. Denn die hatten auch weniger Lebenspunkte. Die wurden gerade wieder geheilt. Gut, dann ist dieses Event für mich mal beendet. Finde ich schade, dass ich da jetzt nicht noch in dieser Folge ein bisschen weitergekommen bin als 122. Aber eigentlich war es schon ein ziemlicher Erfolg. Ich denke, viel weiter kann man hier mal ohne gekauften Karten, wenn man nicht schon viel länger zockt, nicht kommen. Jetzt würde ich ja mal sagen, ich mache noch hier Live-Kämpfe für Kisten, denn 2 fehlen mir. Und genau, Inscription Powder, da sage ich nicht nein als kleine extra Belohnung. Ich starte mit dir, Panzerung 9. Ich freue mich schon in 2 Tagen, in einem Tag oder so. Dann gibt es dann die letzte Zone. Und in der letzten Zone kann ich mir den Vierfach holen. Dann hat der Panzerung 8, Berserk 5, 10 Schaden, 37 Leben. Also schon eine gewaltige Verbesserung, muss man sagen. Dann geht es weiter mit Zulong. Denn wer weiß, was der hat. Der hat eine Panzerung. Vielleicht hat er irgendwas in der Hinterhand. Deshalb wollte ich noch nicht mit Verus um die Ecke kommen. Aber ich glaube, meine nächste Karte wird Verus, je nachdem, was ich noch so ziehe. Okay, jetzt kann... Oder soll ich schaden? Jetzt kann man vielleicht mal Verus nehmen. Ja, mal schauen. Atlas wäre nicht so schlecht. Das ist sein Vorteil, weil er den direkt am Anfang hat, teilen alle 5. Dann muss ich schauen, wie das so wird. Doppelschlag ist auf jeden Fall schon mal gut. Und eigentlich... Ach, der wird geheilt. Nein, sollte nicht sterben. Die Panzerung hat das Ganze ein bisschen vermiest, weil das eben Samael ist. Ohne Samael wäre der jetzt nächste Runde gestorben. So, Atlas habe ich. Eventuell zu spät. Mal schauen. Stimmt, der war jetzt auf 0 Schaden. Aber Versengen 15. Das Versengen tritt ja auch ohne Schaden ein. Das kann er jetzt eigentlich nicht überleben nach der Runde. Aber leider erst nach der Runde. Das ist die nervige Sache. Oh. Hä? Der wurde von allen Seiten geheilt? Der hat ein Versengen 15 überlebt mit 3 Lebenspunkten oder so. Jetzt hat er Versengen 25. Sehen wir uns das mal an. Ich versuche es bis auf Versengen 100 drauf und dann werden wir mal schauen hier, ob eine 1er-Verzögerung sterben kann. Mit Versengen 10.000. Oh, sie ist draufgegangen. Nicht schlecht, wie ist denn das passiert? Gut, der hat Infinity im Deck. Mit Engel profitiert er bedingt von der mächtigen Alle Engel 1. Aber immerhin etwas. Ich habe sogar einen Goblin-Engel gesehen oder so, wenn meine Augen mich nicht getäuscht haben.
Und ich glaube, das war so. Mal schauen. Mein Dünenhopper hat schon mal einen ordentlichen Schaden. Also jetzt nicht falsch verstehen. Genau, und das dürfte der Sieg sein. Sehr schön. Warum habe ich gewonnen? Weil ich begonnen habe. Habe ich begonnen? Doch, ich habe begonnen. Wer beginnt, der gewinnt. So besagt eine Volksweisheit. Und deshalb nach dieser Weisheit lebe ich. 50-50 Chance, ob man gewinnt oder verliert hier in diesen Kämpfen. Nein, ist nicht immer so, aber doch, meistens eigentlich schon. Gut, kannst schon aufgeben oder schneller spielen, denn das wirst du nicht mehr machen können. Deshalb Kavums und Kavems, eine Platinkiste, aber ich darf mich nicht beschweren, ich bekomme mehr Diamant, als ich mir eigentlich gedacht hätte, dass man die bekommen kann. So, jetzt beginnt die Aria und wer beginnt, der gewinnt, vor allem mit so einer Karte. Vergiften 11. Gratulation. Moment, wenn du 9 Angriff hast. Okay, verhexen, nein. Das darf man bei Aria nicht machen. Da besteht natürlich dann die Chance. Bei 9 Angriff dachte ich, aber ich wollte gerade rechnen. Panzerung 7. Plus 2. Sind wir bei 9? Ach nein, Schwächen war ja auch noch. Aber dann nehme ich... Moment, soll ich korrosiv? Ich nehme korrosiv, okay. Denn bei Samael kann man in der Tat darauf spielen, dass der Gegner einfach gar nicht trifft aufgrund der Panzerung. Und der trifft jetzt dann doch. Jedoch nur ein einziges Mal. Und Berserk zündet dann eben einmal. So. Jetzt muss ich nur hoffen, dass in dieser Runde jetzt... Das wird zwar knapp bei meinem Insekt. Bei dem Flügelinsekt hier. Genau, aber das war gut. In dieser Runde mussten alle überleben. Denn jetzt wird ordentlich geheilt erstmal und geschildert. Du hast dich selbst genommen, Schild 8, das ist gut. Werden wir uns ansehen, ob das reicht, um zu überleben? Ich hoffe doch. Das wäre sehr genial, aber vergiften 11 ist schon eine Hausnummer. Okay, alle haben überlebt. Was krass ist, um ehrlich zu sein. Und jetzt sind schon mal ein paar gestorben. Vergiften 11, was hast du denn normalerweise? 50%, also das ist wohl eine der besten Karten, wo man Vergiften reinstecken kann. Das ist echt heftig. 11, ich komme nicht drauf klar. Das ist jede Runde einfach so 11. Und man musste nur einmal dafür treffen. Ja, mit Versengen kann man, wie man gesehen hat, 25 oder was auch immer erreichen. Aber das war auch eine Hausnummer. Wir müssen uns leider von Atlas verabschieden, glaube ich. Kannst du das noch überleben? Nein, das war leider klar. Und jetzt wird's eng. Oh, ach, die Karte war schon so berserkt. Sehr schön. Könnte noch was werden, denn ich habe hier ein Ass im Ärmel und ich glaube, sein Doppelschlag war noch nicht dran. Ja, macht nichts. Es sieht spannender aus, als es, glaube ich, ist. Kabums, kabums. Jawohl. Was ist denn los hier? Doch nicht der, der beginnt, der gewinnt. Aber oft ist das so. Zu 50%, nein, Quatsch. Ja, wie auch immer. Schwächenrune ist ein Muss hier, um diese Karte richtig OP zu machen. Und mit Boomsting Ace war es das, denke ich mal. Genau. Hast du ja auch eine legendäre drin? Das habe ich dir voraus, aber ich hatte echt Glück, was die legendären Runen betrifft. Kaum doppelte. Also von überall etwas. Ich kann die nochmal kurz zeigen. Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, wo ich einige erhalten habe. Items, Runen hier. Einmal die Unsichtbarkeitsrune. Dann einmal ermächtigen alle. Hätte ich gerne für Infinity, glaube ich. Dann hätten wir die Giftrune. Und das war's. Nullify habe ich, also dann hätte ich noch anzubieten. Nullify in, wo ist er denn? In meiner Verus-Karte. Ist, denke ich mal, dort gut aufgehoben. Dann versengen in meiner Zulong-Karte. Und wo ist sie denn? Ich finde sie nicht hier. Vergeltung in meinem Stacheldrachen. Was jetzt noch fehlt, und hier Panzerung. Das heißt, von überall etwas. Was jetzt noch fehlt, dass ich happy bin, hier zum Beispiel eine Lebenspunkte-Rune. Das wäre ideal, dann kommt Atlas auf 52. Und, oder hier eine Blitz- bzw. Berserk-Rune. Hätte ich auch ganz gerne. Denn die Karte ist spitze. Ja, ansonsten kann man sich da beschweren, kann man sich da normalerweise eher weniger. Dann würde ich mal sagen, für dieses Video war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach und nächstes Mal weiter.